Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal mit dabei habe ich Flashband Nummer 12 und My Hero Academia Volume Nummer 11. Anfangen möchte ich an der Stelle mit dem 12. Band von Flash, wo er schon dick auf dem Cover draufsteht, mit dem Puls, Godspeed ist zurück und die Ereignisse überschlagen sich quasi gerade so zur Zeit bei Flash, weil nachdem er im Rebirth-Zeitalter mit dem DC Rebirth Spezial Wally West wieder zurückgekehrt ist und Flash Historie nochmal ein ganz Stückchen erweitert wurde, weil alles, was durch die New 52 weggefallen wurde, auf einmal wieder Einfluss ins Flash-Universum hatte, hatte Wally West ja nicht die größte Rolle innerhalb der Flash-Serie. Er hatte hier und da ein paar Auftritte, aber im Vordergrund innerhalb der Flash-Serie stand dann in erster Linie Barry Allen und danach dann vielleicht der aktuelle Kid Flash, der Wally West, der während der New 52 eingeführt wurde. Der normale Wally West aus dem Pre-New 52 DC-Universum war dann eher so bei den Titans vorhanden, aber auch nur so als normaler Member und irgendwie hat so ein bisschen die Bedeutung gefehlt und das war dann so der große Aufhänger für Tom King bei Heroes in Crisis, weswegen er da Wally West direkt am Anfang hat sterben lassen. Wir wissen mittlerweile, wer der Mörder geworden ist und was es mit den ganzen Superhelden-Toten auf sich hat. Darauf möchte ich an der Stelle gar nicht so sehr eingehen. Allerdings sollte man schon wissen, dass Wally West tot ist, bevor man sich auf diesen Band stürzt, weil der große Aufhänger in der ersten Hälfte des Trades ist, zum einen, dass Impuls wieder zurückgekehrt ist, wo ich nicht zu viel zu verraten möchte, dass Godspeed aus der Speedforce wieder zurückkehrt, einen total strangen Auftritt hat und wieder verschwindet, wo ich auch nicht so viel zu verraten möchte. Und auf der anderen Seite ist die große Rolle, oder besser gesagt, die große Aufmerksamkeit auf den Tod von Wally West und mit der Trauerarbeit, die so ein Tod nun mal mit sich bringt. Sprich, die ganzen Helden müssen erstmal verkraften, dass jetzt gerade Helden von uns gegangen sind. Und auf der anderen Seite hatte Wally West ja seiner Tante gesagt, dass er jetzt wieder zurückgekehrt ist und dass alles wieder so wird wie früher. Und sie hatten sich natürlich die Hoffnung gemacht und hatte auf einmal wieder die Erinnerung an ihren Neffen, den sie komplett vergessen hatte. Und auf der anderen Seite hatte sie ja den großen Clinch gehabt mit Barry Allen, weil er ihn nicht verraten hatte, dass er Flash ist und dass er die ganzen Geheimnisse die ganze Zeit vor ihr verborgen hat. Und deswegen hatte er Iris West versprochen, dass er jetzt komplett offen alles ihr darlegt, dass sie alles erzählt, was in seinem Leben passiert, so dass sie auch Teil und Mitglied seines Lebens ist und nicht einfach nur die Sidechick, die an der Seite sitzt und während er die Welt rettet im Fernsehprogramm am Rumschalten ist. Und so ist es natürlich auch in seiner Verantwortung, sofort den Tod von Wally West ihr zu erzählen, dass sie halt weiß, dass ihr Neffe tot ist und dass sie weiß, was Ambach ist. Allerdings hat er diesen Zeitpunkt ein bisschen verpasst und hat es ihr ein bisschen zu spät gesagt, nachdem es der Wally West aus dem New 52 ihn halt so ein bisschen an den Kopf geknallt hat und gesagt hat, ey, pass auf, du hast schon wieder Geheimnisse vor Iris West. Und das ist so der erste große Aufhänger, wo ich auch gar nicht weiter ins Detail gehen möchte. Extremst nice geschrieben. Joshua Williamson hat die Flash-Family, Barry Allen und alles, was so eine große Rolle spielt, extremst gut in der Hand und ich hoffe, dass der gute Joshua Williamson die nächsten 10 Jahre auch noch Flash weiter betreut, weil er Flash und Saskia nochmal die komplette Familie extremst gut unter Kontrolle hat und ich bin gespannt, wo der Weg mit der Solo-Serie von Flash jetzt weitergehen wird, nachdem es bei Heroes in Crisis so das Große geleakt wurde, wer halt der Mörder gewesen ist und wer in Wirklichkeit dahinter gesteckt hat. In der zweiten Hälfte des Trades dreht sich da alles darum, dass es schon mal einen Trickster gegeben hat und dass der Trickster, den man seit kurz vor den New 52 kennt, gar nicht der originale Trickster ist, war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Ich kenne Trickster zwar schon seit der frühesten Kindheit und hatte irgendwelche Comics von ihm mal in der Hand gehabt, aber es war nie so eine Figur, die bei mir groß hängen geblieben ist, weswegen ich mich mit dem Trickster nie so hundertprozentig auseinandergesetzt habe. Fand zwar die Auftritte, die er innerhalb der Flash-Serien hatte, immer ganz cool, aber trotz dessen habe ich mich mit ihm noch nicht viel mehr auseinandergesetzt. In diesem Band bekommt man dann die Origin geliefert von den originalen Trickster, was dann für mich halt echt eine coole Sache war, dass ich zum einen erstmal erfahren habe, dass es noch einen Trickster gab und dann direkt die Origin von ihm geliefert bekommen habe. Und die Origin von ihm wiederum erinnert stark an die Origin von Dick Grayson. Die Leute, die Origin von Dick Grayson und jetzt von Trickster gelesen haben, wissen genau, was ich mit Undyne meine. Bloß, dass ein, zwei Sachen ein bisschen anders sind. Es könnte quasi die Origin von einem Dick Grayson aus einem Paralleluniversum sein. Bloß, dass es halt in dem Fall die Origin von Trickster ist. Auch cool geschrieben, auch wenn Trickster, wie eben schon erwähnt, keiner der Widersacher von Flash ist, die ich jemals groß im Vordergrund gesehen habe. Bei den interessantesten Widersachern fand ich diese Sache sehr interessant, fand auch die ganze Thematik mit zwei Trickstern sehr interessant und der ganze Band hat wieder eine sehr runde Sache gemacht und ich sag's nochmal an der Stelle, Joshua Williamson hat Flash wirklich sehr gut unter Kontrolle und ich würde dem ganzen Band eine sehr starke 8 von 10 geben. Die 2 Punkte Abzug gibt's meinerseits auch wirklich nur dafür, dass die Zeichnungen auf ein, zwei Seiten ein bisschen geschwächelt haben, aber dennoch ist das Meckern auf sehr hohem Niveau und Flash ist sowas von eine Leseempfehlung, wie eine Leseempfehlung auch nur eine Leseempfehlung sein kann. Danach wiederum habe ich mich dann auf My Hero Academia Volume Nummer 11 gestürzt, nachdem ich die Serie jetzt habe ein bisschen schlummern lassen auf meinen Lesestapel und die letzten 2 Monate, glaube ich, kein Band gelesen habe, werde ich mir jetzt wieder relativ zeitnah mehrere Bände am Stück reinziehen, weil My Hero Academia immer noch eine der besten Manga ist, die ich jemals gelesen habe und mir die ganze Heldenreise der verschiedenen Charaktere, die man hier an die Hand geführt bekommt, extremst gut gefällt und My Hero Academia wirklich ein Manga ist, wo ich gar nicht oft genug sagen kann, dass ihr den unbedingt gelesen haben solltet. Der große Aufhänger hier drin ist jetzt der finale
finale Kampf zwischen All Might und seinem Erzrivalen, der ja quasi die entgegengesetzten Kräfte von All Might hat. Und dieser Kampf füllt von diesen, ich würde sagen, ca. 200 Seitenband, ca. 120 Seiten. Sprich, einem fliegen dann nur so die Fetzen um die Ohren. Man kriegt Gebäude um die Ohren geschmissen, Reifen, Autos und was da sonst noch so alles geht. Und das halt auf 120 Seiten, womit der Band auch direkt startet. Und da ist so ein bisschen der Minuspunkt, den ich dem Band geben muss, dass der Zeichner manchmal nicht wirklich geschafft hat, eine Übersicht auf den Panels zu schaffen. Sprich, teilweise habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, was auch der Sache geschuldet ist, dass das halt ein Schwarz-Weiß-Manga ist. Und wenn man da zu viel mit Schattierungen arbeitet und zu viele Sachen durchs Panel geworfen werden, ist es halt schnell mal unübersichtlich. Geht mir auch bei Naruto bei der ein oder anderen Kampfszene so. Aber trotz dessen ist das auch weiterhin meckern auf sehr hohem Niveau, weil der Zeichner oder besser gesagt Mangaka einen extremst guten Job bei My Hero Academia abliefert. Nach dem Kampf geht es dann halt darum, dass die Wunden geleckt werden müssen, dass die UI sich neu positionieren muss und das ganze Schulsystem vielleicht immer neu überdenken müsste, nachdem so viel schiefgelaufen ist in den letzten 10 Bänden. Und obendrauf müssen auch die Eltern der einzelnen jungen werdenden Helden erstmal davon überzeugt werden, die Kinder nicht von der Schule zu nehmen, weil halt so viel passiert ist, dass jedes Elternteil, was normal denkt, eines sein Kind sofort von dieser Schule holen würde. Extremst nice geschrieben. Ich mag auch, ich sag's gerne nochmal, die ganze Heldenreise, die man mit Deku und auch vor allem mit All Might hier miterlebt, weil All Might hat ja aktuell in diesem ganzen My Hero Academia Universum den Stellenwert von Superman und der ist so die Galionsfigur der Superhelden und die ganze Welt verlässt sich auf ihn. Allerdings durch diesen dicken Kampf, der über diese ca. 120 Seiten ging, passiert zum Schluss etwas, was die Position von All Might jetzt auf lange Sicht komplett verändern wird. Und das ist eine Sache, wo ich mich schon gefragt habe, wann die eingesetzt wird, weil man kennt das ja selber, wenn man sich My Hero Academia schnappt, ist All Might halt diese krasse Galionsfigur, der so krass im Universums Mittelpunkt steht. Allerdings, wenn man sich die erste Folge von der Anime-Serie anguckt, ich weiß nicht mehr, wie das im Manga gewesen ist, ob es da auch der erste Satz gewesen ist, aber beim Anime war es der erste Satz, weil da ist der Opener, ich bin Deku, der größte Held der Welt und jetzt erlebt ihr meine Reise mit. So ungefähr ist das. Sprich, dass Deku ja irgendwann den Platz von All Might einnehmen muss und so bedeutsam für das Universum werden muss, wie es halt aktuell All Might ist. Und ich habe mich gefragt, wann der Zeitpunkt ist, dass All Might nicht mehr ganz so die Bedeutung hat, die er halt aktuell ist. Und ich habe das ein bisschen gespoilert, ich hoffe nicht so viel, aber wir können ja schon denken, dass der Ausgang des Kampfes halt dafür sorgt, dass All Might nicht mehr die Position hat, die er zu Anfang dieses Kampfes hatte. Und ich sage es gerne nochmal, extrem gute Serie. Auch 8 von 10 Punkte. Die 2 Punkte gibt es an der Stelle auch als Abzug, weil die Kampfszenen teilweise ein bisschen unübersichtlich waren. Aber ich sage es gerne nochmal, das ist meckern auf sehr hohem Niveau, weil My Hero Academia zusammen mit Naruto und Dragon Ball der beste Manga ist, den ich jemals gelesen habe. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal eure Meinung zu den beiden Titeln in die Kommentare rein. Was ihr von der Sache haltet, dass jetzt Impuls wieder zurückgekehrt ist. Was ihr zu dem strangen Auftritt von Godspeed sagt. Ballert gerne alles in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!